sie so tief. Und ich, ein armes Monster, liebt ihn doch genauso. Und sie, in ihrem Irrtum, scheint in mich verliebt. Ja, was ist denn die Lösung für dieses Durcheinander? Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Was ihr wollt, hat so die klassischen Komödienzutaten, so Liebesverwirrung, Geschlechterverwirrung, wer verliebt sich in wen, welcher Deckel kommt am Ende auf welchen Topf. Aber darunter stecken natürlich auch so Grundfragen ans Leben. Also dieses, wer bin ich, wo komme ich her und wo gehe ich hin? Also so einfach ist es ja. Und was will ich eigentlich von diesem Leben und von dieser Welt? Das wird dann am Ende dann so ein bisschen ordentlich so zusammengefügt. Aber man hat trotzdem ein bisschen das Gefühl, ob diese Menschen wirklich glücklich werden oder ob die Liebe nicht auch nur ein Vehikel für eine tiefere Verzweiflung war. Also diese Frage bleibt am Ende offen. Ich liebe euch. Ich liebe euch so sehr, dass weder die Vernunft noch Stolz noch Geist mich meine Leidenschaft jemals verstecken lassen. Vergleiche niemals die Liebe einer Frau mit meiner Liebe, die zu Olivia steht. Ja, ja. Ich weiß, zu welcher Liebe. Was weißt du denn? Ich weiß, zu welcher Liebe Frauen fähig sind. Ich sage euch, sie können so fühlen wie wir. Ich spiele Viola und Sebastian, das Geschwisterpaar. Ich habe jetzt erst bald abgeschlossen mit meinem Studium. Also es ist insofern eine große Herausforderung, als dass man gleich mit so einer großen Rolle anfangen darf. Das freut mich, das macht mir Spaß. Ich hatte einfach von Anfang an das Gefühl, dass ich in einem sehr aufgehobenem Umfeld mich befinde. Von Anfang an hat Johannes mir zumindest zu verstehen gegeben, dass ich ausprobieren darf, wie und was ich will. Und ich glaube, jeder von uns hat so seine persönliche Spielweise. Wir wurden nicht in eine Form gezwungen oder sowas. Und dadurch entstehen einfach 8 verschiedene Spielweisen. Und ich finde, die sind absolut ineinander vergriffen und funktionieren auch untereinander ganz gut. Und somit ist halt eben auch der Fokus auf der Geschichte und auf den Figuren. Die einen werden mit Größe geboren. Wie bitte? Die anderen erkämpfen Größe. Was soll denn das? Und den anderen fällt sie in die Hände. Der bringt dich wieder zu Verstand. Immer wieder kommt dieses, was ihr wollt, dieser Satz, der macht ganz viel Sinn auf einmal, weil man darf so, man darf machen, was man will. Und alle sehen, was sie wollen. Im Verlauf der Probenzeit hat dieser Satz so eine ganz spezifische Bedeutung bekommen, weil was sieht man, wenn nicht, was man will? Und das ist halt für mich auch so ein bisschen so der Kern von dieser Geschichte, weil der Herzog Orsino und die Gräfin Olivia, die sehen, was sie wollen in jedem anderen. Und eigentlich jede Figur sieht, was sie will in dem anderen, obwohl es vielleicht ganz eindeutig anders aussieht. Und weil ihr mich so lange Herr genannt habt, seid von heute an die Herrin über euren früheren Herrn.